Herzlich willkommen zu Insert Coin, verehrte Zuschauer. Schön, dass ihr da seid. Mensch, haben wir heute absolut grandiose Themen für euch. Die Welt der Videospiele beglückt uns zurzeit mit neuesten, frischen Titeln. Und da haben wir natürlich dementsprechend auch wunderbare Titel für euch gefunden, die wir euch näher vorstellen werden. Doch ihr kennt das ja, ne? Es gibt erst am Anfang ein paar Nachrichten, bevor wir dann ans Eingemachte gehen. Ich habe gerade eben schon gesagt, ne, jede Menge Titel kommen raus und alle können wir einfach nicht in die Sendung packen, deswegen ein kleiner Heads-up, was jetzt noch so erschienen ist. So zum Beispiel Divinity Original Sin 2 ist jetzt für Konsole rausgekommen in einer wunderbar angepassten Version für Xbox One X und PlayStation 4. Ich kann euch nur empfehlen, dieses wunderbar geniale Rollenspiel mit rundenbasierter Taktik zu zocken. Hat eine coole Geschichte, geile Charaktere, ein wunderbar geniales Kampfsystem. Und sieht auch echt ganz schick aus. Dann ist noch rausgekommen Two Point Hospital. Das ist sowas wie Theme Hospital. Ne? Das kam vor geraumer Zeit raus. Also Theme Hospital ist so ein Klassiker. Musste man halt so ein Hospital managen und so weiter und so fort. Und Two Point Hospital schlägt genau in diese Kerbe. Ist auch ziemlich witzig gemacht. Kann ich nur empfehlen. Ich glaube, das werde ich mir noch mal ein bisschen genauer anschauen. Dann ist die Battlefield 5 Beta gestartet. Die geht auch noch. Die ist jetzt offen für alle. Könnt ihr euch einfach saugen. Und bis zum 11. September um 16 Uhr könnt ihr das dann noch zocken. Und Destiny Forsaken ist erschienen. Das ist ja das erste größere Add-on für Destiny 2 hier mit einem neuen Spielmodus beim Multiplayer Gambit, wo es dann gegen Player versus Environment und Player gegen Player geht. Ziemlich abgefahren und ziemlich spaßig. Schaut euch das einfach mal an. Das waren noch ein paar Neuerscheinungen diese Woche. Über Twitter wurde ich kontaktiert von dem Dogan, der folgt mir über Twitter schon ein bisschen länger und immer mal gibt's so ein bisschen Feedback und so weiter und so fort. Und der hat mir den Link geschickt, weil der Dogan ist Schauspieler und die machen gerade einen Silent Hill Fanfilm. Silent Hill Circles heißt das Ganze. Dazu ist jetzt ein erster Trailer erschienen, den schauen wir uns mal an. Ja, hab mir gedacht, das kann ich einfach mal so zeigen. Ist ein kleiner Trailer. Wann jetzt der komplette Film kommt, weiß ich nicht genau. Einfach mal die Seite weiter verfolgen. Wird von Moonlight Pictures gemacht. Die haben schon ein paar andere Sachen gemacht. Unter anderem voll krass, Mann. Da spielt auch der Dogan mit. Und ja, ich bin gespannt drauf, wie das wird. So Fanfilme sind immer eine schöne Sache, weil da merkt man einfach, die Leute haben wirklich sehr viel Leidenschaft hinter so einem Projekt. Und wenn ich das Ganze sehe, dann denke ich mir auch einfach so, ach fuck, wie gern hätte ich dieses Hideo Kojima Silent Hill Spiel gesehen mit Norman Reedus und Guillermo del Toro. Ach, Konami, was hast du nur verbockt? Dann habe ich noch eine weitere Nachricht, die Unterhaltung auf dem Bildschirm angeht. Und zwar Netflix macht hier eine Witcher-Serie und da ist es jetzt offiziell bekannt gegeben worden. Henry Cavill wird Geralt spielen. Henry Cavill kennt man natürlich als Superman. Ich persönlich bin mit der Wahl des Schauspielers nicht so ganz zufrieden. Ich finde, Henry Cavill ist leider kein guter Schauspieler. Der hat kein großes Spektrum meines Erachtens. Aber es ist ja auch so, dass Geralt immer den gleichen Gesichtsausdruck hat. Deswegen ist er wahrscheinlich genau die perfekte Wahl. Weil egal, ob Geralt happy, traurig oder sonst was ist, er schaut immer so. Und das kriegt Henry Cavill auch noch hin. Sonst weiß man leider nichts zur Serie bzw. wann diese erscheinen soll. Das Thema Crossplay, es beschäftigt viele Leute immer noch
Und da hat sich jetzt Sony mal wieder geäußert. Bis jetzt ist ja so der allgemeine Konsens, dass Sony sich gegen Crossplay sträubt und hat das in der Vergangenheit mit Aussagen auch im Ende immer wieder mal belegt. Jetzt gab es wieder eine Aussage und zwar zum Thema Crossplay bei Fortnite. Bei Fortnite ist es ja so, dass wenn man bei der PlayStation 4 sich da einen Account macht, dann ist er an die PlayStation gebunden. Das heißt nicht, dass ich mit dem Fortschritt, den ich dann bei Fortnite mache, dann zum Beispiel auf der Switch weiterspielen kann, weil dafür muss ich mir ein separates Konto machen bei Epic, ne? Und jetzt hat sich Sony zu diesem ganzen Thema bei Fortnite geäußert und da hat sogar der CEO von Sony, also der Oberboss, Kenichiro Yoshida, hat gesagt, tja, die PlayStation ist nun mal der beste Ort zum Spielen und man sucht sich halt dann aus, mit wem man Crossplay macht. Finde ich persönlich leider sehr, sehr schade und frustrierend. Ich kann verstehen, dass manche jetzt sagen, Crossplay ist ja gar nicht so wichtig, weil es macht ja keinen Sinn, dass PCler mit Consoleros zocken wegen den unterschiedlichen Eingabemöglichkeiten. Das könnte man einfach umgeben, wenn man sagt, alle, die gleiche Eingabemöglichkeit haben, ne, entweder Gamepad oder Tastatur, die spielen halt gemeinsam miteinander. Aber das so abzuwehren, das ist, finde ich, von Sony echt keine coole Haltung und definitiv nicht for the players. So. Viele Nachrichten, doch jetzt kommen wir endlich zu unseren großen Themen. Seit 1986 sorgt Dragon Quest für Spaß am Bildschirm und Dragon Quest 11 hat es jetzt endlich in den Westen geschafft. Wir sagen euch, wie gut das neue Spiel ist. Dann habe ich mir zwei Spiele geschnappt, die auf Steam gerade für so ein bisschen Furore sorgen. Planet Alpha von Team 17 und The Messenger. Wobei The Messenger nicht nur auf Steam für Furore sorgt, sondern auch auf der Nintendo Switch. Ich vergleiche die beiden mal, denn die sind technisch höchst unterschiedlich, aber doch irgendwie sehr, sehr ähnlich. Und dann gibt es mal seit langem wieder eine PlayStation VR Zock Session und zwar mit diesem wunderbaren Ding. Ich weiß gar nicht mehr, wie dieses Teil offiziell heißt. Ich würde sagen, physikalisch herausgefordertes Rechteck mit Knubbel dran, das man für Virtual Reality Spiele benutzen kann. Und zwar zocke ich da Firewall Zero Hour. Das ist ein Spiel, das ist auf Multiplayer ausgelegt und geht so ein bisschen Richtung Rainbow Six oder Counter-Strike, wenn man so will. Aber los geht es natürlich mit dem Mann in Blau-Rot. Spider-Man. Der ist jetzt nämlich rausgekommen für die PlayStation 4 und zwar in einem exklusiven Spiel von Insomniac. Wir haben einen großen Test auf der Seite, aber mich hat dieses Spiel diese Woche so sehr gefesselt, dass ich glatt meinen eigenen Text dazu schreiben musste, weil ich es einfach grandios finde. Wieso, weshalb, warum? Seht einfach selbst in diesem wunderbaren Beitrag. Bis jetzt hat Batman die virtuelle Comicwelt ziemlich fest in seiner Hand, dank der ganzen Arkham-Spiele. Der Fledermausmann hat sich einen Namen gemacht mit guter Action, Abenteuerelementen und auch etlichen toll umgesetzten Bösewichten aus dem DC-Universum. Doch jetzt betritt ein neuer Kontrahent den AAA-Blockbuster-Markt, Spider-Man. Das erinnert ein wenig an das Superhelden-Kino von damals. Schließlich war es Sam Raimis Spider-Man, der die erste echte qualitative Konkurrenz zu Burtons Batman war. Kann sich der Spinnenmann nun auch virtuell auf den Thron schwingen? Fleißig wie wir sind, haben wir natürlich schon einen großen Test zu Spider-Man auf unserer Webseite. Und natürlich hätte ich diesen Text jetzt einfach nehmen und einsprechen können und fertig wäre der Beitrag zu Spider-Man gewesen. Aber ich habe die letzten 3-4 Tage selbst Hand angelegt, einfach weil ich mir selbst ein Bild machen wollte und kann nur sagen, heiliger Bimba. Es ist ja nun schon eine Weile her, dass es ein gutes Spider-Man-Spiel gab, aber was Insomniac hier abliefert, ist in meinen Augen die bis dato beste Version des Spinnenmanns, die man bis jetzt spielen konnte. Und das liegt an mehreren Faktoren. Da ist zum Beispiel das durch die Stadt schwingen. Das funktioniert so unglaublich gut und intuitiv, dass es ein Kinderspiel ist, größere Strecken mit Spidey zu überbrücken. Egal, ob es nur geradeaus geht oder ihr euch um Häuserecken schwingen müsst, diese Art der Fortbewegung fühlt sich einfach enorm gut an. Ihr seid Spider-Man, also so wirklich. Wie Spidey über die Straßen schwingt und dabei noch kleine akrobatische Mätzchen absolviert, ist mit die Quintessenz, was Spider-Man ausmacht. Und ihr könnt all das steuern. Das ist schon ziemlich geil.
Diese gleiche Leichtigkeit zieht sich auch durch den Kampf. Das Kampfsystem gibt einem unglaublich viele Möglichkeiten an die Hand, wie man Gegner verprügelt. Wer will, kann hier richtig tief einsteigen, um so den Kombozähler hochzudrücken. Und das Spiel zwingt einen auch, das Repertoire zumindest bis zu einem gewissen Punkt zu verinnerlichen. Nicht jeder Gegner kann mit der gleichen Attacke platt gemacht werden. Manche sind immun gegen eure normalen Angriffe, andere haben ein Schild, das eure Schläge kontert. Und deshalb muss man flexibel sein, was die Kämpfe angeht. Aber auch hier stimmt das Gesamtpaket einfach. Spider-Man ist flink und agil, wunderbar animiert und die Kämpfe herrlich dynamisch. Besonders wenn man die Fähigkeiten der unterschiedlichen Anzüge nutzt. Und davon gibt's eine Menge, die man freischalten kann. Spider-Man-Fans dürften hier im siebten Himmel sein. Auch was Gadgets angeht, geizt Spider-Man nicht. Ihr könnt ein großes Arsenal an Waffen freischalten und diese verbessern über Marken, die ihr im Spiel sammelt und verdient. Zum Beispiel in Form der Rucksäcke, die in New York versteckt sind. Oder Aufnahmen, die ihr von bekannten New Yorker Hotspots macht. Oder indem ihr wieder mal böse Buben verprügelt, die gerade eine Straftat begehen wollen. Besonders spektakulär ist es, wenn man ein Auto verfolgt, sich dann draufschwingt und die Insassen einzelne herausholt. Aber hier merkt man leider auch eine der Schwächen des Spiels. Diese generischen Sammelaufgaben und Mini-Nebenmissionen erinnern stark an die Ubisoft-Formel inklusive der Türme, die man erklettert, um dann weitere Sammelaufgaben in der Gegend freizuschalten. Das ist etwas einfallslos. Verdammt hübsch anzusehen ist New York. Egal ob Times Square, Central Park oder etliche andere bekannte Locations. Noch nie wurde die Stadt so detailgetreu eingefangen. Das ist einfach unglaublich beeindruckend. Und die Stadt lebt. Leute laufen umher, Autos fahren durch die Straßen. Es ist ein Traum, sich hier umzusehen. Da kann man auch verschmerzen, dass es keinen Tag- und Nachtwechsel gibt, sondern das Spiel die Lichtstimmung vorschreibt, je nachdem, wo ihr in der Geschichte seid. Ganz, ganz selten fallen allerdings ein paar optische Unschönheiten auf. Zum Beispiel, wenn ihr die Spiegelung der Stadt in einer gläsernen Hausfront seht. Storytechnisch wirft euch das Spiel mitten in das Leben von Peter Parker. Das, was dramaturgisch abgeliefert wird, ist jetzt nicht bahnbrechend, aber reicht als Konstrukt aus, welches das Spiel trägt. Schade nur, dass prägnante Bösewichte etwas rar gesät sind. Hier wäre noch Luft nach oben. Man kann nur hoffen, dass die DLCs das Spiel in dem Bereich sinnvoll erweitern. Weißt du was, Herman? Du hast null Persönlichkeit. Das neue Spider-Man-Spiel ist in meinen Augen das beste Spiel mit dem Spinnenmann, das es je gab. Optisch eine Wucht, vermittelt der Titel eindrucksvoll, was es heißt, Spidey zu sein. Egal ob schwingend durch die Stadt, kämpfend oder an Gegner heranschleichend, ihr seid die perfekte Umsetzung des Comic-Helden. Auch der Humor passt und lockert das Geschehen immer wieder auf. Ist Spider-Man nun also der neue Batman? Das kommt ganz drauf an, wer euch als Superheld mehr liegt. Als alter Batman-Fan kann ich zurzeit von Spider-Man jedenfalls nicht genug bekommen. Insomniac hat echt volle Möhre abgeliefert, echt ein wahnsinnig gutes Spiel. Und ich weiß, es gab im Internet ja die Diskussion hier mit dem Downgrade, weniger Pfützen und der Anzug sieht anders aus. Digital Foundry, die ja wirklich sehr, sehr detailliert sich immer die ganzen technischen Aspekte eines Spiels anschauen, haben das verglichen und haben gesagt, ein Downgrade, nein, das gab es nicht. In vielerlei Punkten gab es sogar ein Upgrade. Das stimmt mit den Pfützen, da gibt es jetzt eine andere Reflexion der Umgebung, die ein bisschen weniger gut sein soll. Aber in anderen Punkten wurde das Spiel definitiv grafisch verbessert. Also das ist wieder mal Internet at its best, ne? Einfach mal durchdrehen, obwohl da wenig von fundiert war. Jetzt möchte ich euch noch mal was zeigen zu Spider-Man. Denn es ist so, ich bin mit Spidey hier unterwegs im wunderbaren New York. Und ein Feature, das wurde erst gestern quasi freigeschaltet für uns Tester, und zwar der Fotomodus. Und den möchte ich euch zeigen. Also ich schwinge mich jetzt hier einfach ganz normal durch die Stadt. Und das sieht ja wirklich auch super cool aus. Da hinten ist das Empire State oder Chrysler Building. Und wenn ich dann jetzt hier einfach zum Beispiel Start drücke, kann ich hier in den Fotomodus. Und der Fotomodus ist halt mega pimptastisch. Da kann ich halt die Kamera dann quasi frei bewegen, wenn ich will, ne? Kann die hier irgendwie so positionieren. Kann aber auch sagen, dass die Kamera ein Orbit sein soll. Jetzt geht sie halt immer um Spider-Man rum, wenn ich sie bewege. Oder sag, ich möchte ein Selfie machen. Dann nimmt er immer so eine Pose ein und macht dann ein Selfie. Man hat diese typische Selfie-Optik, was halt sehr, sehr cool ist. Wir machen aber mal, wir machen Orbit. Ja, ist jetzt vielleicht nicht die beste Pose hier. Warte mal.
Ah, nein, nein, das ist nicht das, was ich will. So, machen wir es einfach mal so. Ne? Haben wir den Mond noch so ein bisschen im Hintergrund, dann kann man hier so verschiedene Optionen durchbringen, dass der Held halt nicht im Bild ist. Ich kann das Bild neigen zum Beispiel, ne? Je nachdem, wie ich Lust und Laune habe, um dann mehr Effekt zu geben. Man kann aber noch weiter reingehen. Und was ganz geil ist, was ich immer sehr cool finde, ist hier den Fokus, den man verschieben kann. Und dann seht ihr schon, wird die Tiefenunschärfe, ne? Kann man damit quasi nochmal so ein bisschen verändern und erhöhen. Und dann kann man den Bereich verschieben, wie weit eben diese Tiefenunschärfe gehen soll. Und da kann man echt schöne Sachen mitmachen. Und dann kann man aber noch weitergehen. Was ist hier? Rahmenauswahl. Das ist halt absolut fantastisch. Kann man hier so ein Ding machen oder sowas, das alles so ein bisschen comichafter aussieht. Muss man natürlich mit dem Bildausschnitt schauen, ob das passt. Ne? Den geilsten Rahmen finde ich aber im Endeffekt diesen hier. Da kann ich jetzt die Kamera noch ein bisschen, warte mal, dann müssen wir die Kamera wieder auf frei machen. Moment. Ja. Und dann gehen wir zurück zum Rahmen. Und da ist die Frage, kann ich, was ist persönlich unten? Das habe ich noch nicht rausgefunden, was das hier Rahmenebene oben oder unten, was dann passiert. Dann hätte ich mir eigentlich gedacht, das müsste eher vor Amazing Spider-Man sein. Und dann gibt es hier noch verschiedene, Entschuldigung, da kommt so ein kleiner Rübs mit hoch. Dann gibt es hier noch verschiedene Effekte, die ich machen kann. Wir müssen aber jetzt erstmal die Kamera nochmal neu positionieren, weil wir sehen ja den Spidey gar nicht, ne? Das machen wir dann einfach so. Und da kann man eben lauter Sachen machen und das finde ich mega gut und sehr, sehr geil gemacht. Das ist echt ein wahnsinnig cooler Fotomodus, wo man unglaublich viel machen kann. Und das Spiel sieht halt auch einfach echt top aus, wenn man sich da lang schwenkt. Und irgendwie hoch bewegt. Und ja, es ist echt ganz, ganz feines Spiel. Ich komme davon kaum los und kann es jedem nur empfehlen. Ja, das soll ein bisschen was zu Spider-Man gewesen sein. Jetzt kommen wir aber zu Dragon Quest 11. Das ist schon seit geraumer Zeit im asiatischen Raum erhältlich. Und jetzt endlich hat es dieses Spiel nach Europa geschafft. Seit 1986 gibt es die Serie so schon. Gerade der erste Teil wird immer wieder in Listen der besten Spiele aller Zeiten genannt. Auch ein Spiel, das sehr viel Einfluss hatte auf das Genre oder auf die Videospielbranche generell. Yuji Horii ist quasi der Erfinder von Dragon Quest und seit 86, wie gesagt, ist er mit dieser Serie beschäftigt. Auch beim neuesten Teil hat er wieder Hand mit angelegt. Wir sagen euch, wie gut das Spiel ist und vor allen Dingen, wie gut die Umsetzung für den europäischen Markt ist. Lange mussten Spieler klassischer Japan-Rollenspiele warten, um einen neuen Teil der beliebten Dragon Quest-Serie auf dem heimischen Fernseher spielen zu können. Ein Jahr nach der Veröffentlichung in Japan ist Dragon Quest 11 nun auch bei uns im Westen angekommen. Kann das wohl traditionellste aller Japan-Rollenspiele mit modernen Genrevertretern mithalten? Die Prämisse der Geschichte von Dragon Quest 11 könnte klassischer kaum sein. Ihr spielt einen frei benennbaren stummen Helden, der, natürlich, nicht nur ein Waisenkind ist, sondern auch bereits in den ersten Spielstunden erfährt, dass er der auserwählte Lichtbringer ist, der eine nahende Dunkelheit bekämpfen und die Welt retten soll. Erdrea gehört zwar zu den kleineren Welten der Serie, besitzt aber eine Menge an durchweg interessanten Ortschaften. Die Stadt Zwistanbul hat zum Beispiel eine Arena mitten im Zentrum, in der ihr euch mit anderen Kämpfern messen könnt. Wohingegen Gallopolis von einer riesigen Pferderennbahn umringt wird, auf der ihr mit anderen Reitern um die Wette galoppiert. Apropos Reiten, schon nach wenigen Spielstunden bekommt ihr ein eigenes Pferd zur Verfügung gestellt, mit dem ihr die abgegrenzten, aber dennoch recht umfangreichen Areale von Erdrea wesentlich angenehmer als zu Fuß erkundet. Ist euer Gruppenlevel hoch genug, müsst ihr auch keine Angst haben, aus Versehen direkt in die jederzeit sichtbaren Gegner zu reiten. Diese werden nämlich ab einem zu großen Levelunterschied einfach überrannt. In den verschiedenen Ortschaften trefft ihr selbstverständlich auf jede Menge NPCs, die, wie man es von Dragon Quest erwartet, nicht einfach nur ihre Funktion als Questgeber erfüllen, sondern darüber hinaus meist über witzige und quirlige Persönlichkeiten verfügen und immer etwas Interessantes zu erzählen haben. Die Lokalisierung trägt ihren Teil dazu bei, Erdrea zum Leben zu erwecken. Schon in der Vergangenheit konnte die deutsche Übersetzung der Dragon Quest-Spiele überzeugen und auch Teil 11 stellt in dieser Hinsicht keine Ausnahme dar.
Im Gegensatz zur japanischen Version, die ohne Sprachausgabe auskommen musste, wurde der westlichen Variante einmal mehr eine hervorragende englische Synchronisierung verpasst. Rat! He must have done the dirty on me and taken it for himself. Um die Atmosphäre abzurunden, bietet auch Dragon Quest XI einen wunderschönen Soundtrack aus der Feder von Koichi Sugiyama. Allerdings werden in der westlichen Version nicht die orchestral eingespielten Stücke verwendet, sondern die wesentlich minderwertigeren MIDI-ähnlichen Versionen. Die einen mögen das klassisch nennen, unter anderem auch Herr Sugiyama selbst, wir nennen es billig. Schade, denn grundsätzlich sind die Kompositionen auch im 11. Teil wieder ganz große Klasse. Aber natürlich erkundet man als Spieler Eadria nicht nur, um sich die schönen Landschaften anzusehen, sondern um Monster zu kloppen und die Welt zu retten. Dazu bedient sich Dragon Quest XI des klassischen rundenbasierten Kampfsystems. Die einzige Besonderheit ist das Stärkungssystem, das ähnliche Vorteile bietet wie die Trance aus Dragon Quest VIII. Bekommt einer eurer Charaktere zu oft auf die Mütze oder beteiligt sich lange genug am Kampf, wird er gekräftigt. Dieser Modus stärkt nicht nur eure Statuswerte, sondern lässt euch auch mit anderen gekräftigten Charakteren Teamangriffe durchführen, die entweder hohen Schaden am Gegner anrichten oder der Gruppe durch Buffs und Heilungen helfen. Neue Fähigkeiten und Teamattacken erlernt ihr über ein Skillbrett ähnlich dem Lizenzsystem aus Final Fantasy XII. Die nach einem Level-Up erhaltenen Fähigkeitspunkte lassen sich auf dem Brett verteilen, um neue Felder und somit auch neue, stärkere Attacken nach und nach freizuschalten. Vertut man sich trotzdem mal, kann man in jeder Kirche seine Fähigkeiten gegen einen kleinen Obolus zurücksetzen. Wer es noch einen Tacken schwieriger mag, spielt im sogenannten drakonischen Modus. Dann gibt's ein paar Handicaps im Kampf, wodurch ihr zum Beispiel nicht mehr fliehen könnt oder die Gegner stärker werden. Aber auch im normalen Modus wird man schon gerne und oft gefordert, wobei die Entwickler die Schwierigkeitskurve über weite Strecken im Griff haben. Aber eben nur meist, nahezu und über weite Strecken. Dragon Quest XI ist nämlich abermals in ein Hauptspiel und ein außerordentlich umfangreiches Postgame aufgeteilt. Das wäre auch grundsätzlich kein Problem, wenn nicht zum einen das Hauptspiel mit knapp 40 Stunden Spielzeit im direkten Vergleich zu anderen Spielen der Serie so ungeheuer kurz wäre und wenn zum anderen die Entwicklung der Geschichte, der Charaktere und vor allem der Schwierigkeitskurve nicht völlig zunichte gemacht werden würde. Aus dem spaßigen und fordernden Kampfsystem wird plötzlich ein unsäglich langwieriger und zäher Grind. Mit den fortgeschrittenen Spielstunden fallen die fehlenden Komfortfunktionen, die man von modernen Rollenspielen gewohnt ist, zunehmend ins Gewicht. Umso mehr ist es ein Jammer, dass das Postgame so relevant für die Handlung und die Charaktere ist, denn die Entwickler schaffen es hier einfach nicht, den hervorragenden Eindruck der ersten Hälfte aufrechtzuerhalten. Als optionaler Zusatzcontent ist es erträglich, als Erweiterung der Geschichte allerdings leider eine kleine Katastrophe. Dennoch, der Großteil des Spiels ist eine fantastische, fordernde, spannende und stellenweise witzige, wenn auch kurze Reise durch die Welt von Eadria. Und auch wenn Dragon Quest XI nicht die Qualitäten des 8. Teils erreicht, können Genre-Enthusiasten und Serienveteranen bedenkenlos zugreifen. Es kommen ja wirklich wahnsinnig viele Spiele immer raus, ne? Sei es auf Steam oder auf den Konsolen. Und dann ist es immer wieder so, dass der Herr Lenzen mich anschreibt über Slack und dann sagt so, ey du, ich habe da was Cooles gesehen, vielleicht interessiert es dich. Und so war das eben auch bei einem Spiel, das ich euch jetzt gleich vorstellen möchte, Planet Alpha. Das ist ein Spiel mit unglaublich krasser, moderner Technik, kommt von Team 17. Team 17 kennt man ja, das sind die Leute, die unter anderem Worms gemacht haben, ne? Und ich dachte so, oh, das ist schon ganz cool. Aber dann, wie der Zufall es noch so will, kam halt in dieser Woche oder vor geraumer Zeit auch The Messenger raus. Und das ist ähnlich wie bei Planet Alpha auch ein Spiel, das ja einen großen Fokus auf Platforming legt. Also auf Jump-and-Run-Elemente in dem Sinne, wo man von links nach rechts läuft und dann immer wieder springen muss und sich mit Gegnern rumschlagen muss. Und ich dachte so, ach, die beiden könnte ich ja gegenüberstellen, weil das eine sieht technisch unglaublich modern aus und das andere ist eher so ein Retro-Dingens. Und rausgekommen ist dabei dieser Beitrag, der euch sagt, welches der Spiele sich nun wirklich lohnt.
Manchmal erscheinen Spiele, die hauen einen grafisch einfach nur aus den Latschen. Titel, die so hübsch sind, dass man sich gar nicht an ihnen satt sehen kann. Ein Spiel wie The Order 1886 zum Beispiel. Doch wenn man eines daraus lernt, ist es, dass die beste Grafik nichts bringt, wenn die Spielmechanik nicht mithalten kann. Heute haben wir zwei Spiele für euch, die technisch kaum weiter voneinander entfernt sein könnten: Planet Alpha und The Messenger. Das eine technisch unglaublich modern und wahnsinnig hübsch, das andere im charmanten Pixel-Look. Auf welchen der Titel trifft Style over Substance wohl am meisten zu? Ohne große Einführung geht es bei Planet Alpha los. Als verletzter Raumfahrer schleppt ihr euch durch eine trostlose Landschaft, so lange bis es irgendwann einfach nicht mehr geht und wir vor einem Fels, der wie ein großes Gesicht aussieht, zusammenbrechen. Wenig später wachen wir in einer Höhle auf. Unsere Verletzung ist verschwunden und wie ein Reh können wir umherlaufen. Wir verlassen die Höhle und finden uns auf einmal auf einem wunderbar bunten Planeten wieder, dessen Flora und Fauna unsere Kinnlade herunterkippen lässt. Pflanzenfresser so groß wie Brontosaurier ziehen sich ein paar Blätter rein, während schmetterlingsartige Wesen durch die Luft gleiten, als kämen sie aus dem Film Avatar. Was hier stilistisch und technisch abgefeuert wird, ist ein wahrer Augenschmaus. Das Ganze fühlt sich an wie eine 2D-Version von No Man's Sky, so bizarr und traumhaft schön ist das, was wir hier sehen. Immer wieder konfrontiert einen Planet Alpha mit wunderschönen Panoramen und grafischen Highlights, die mit zu dem Schönsten gehören, was ich dieses Jahr gesehen habe. Doch natürlich bleibt nicht alles so friedlich und schön. Eine Roboterarmee macht sich auf diesem Planeten breit und wir müssen auf der Hut sein, um diesen mechanischen Wesen nicht zum Opfer zu fallen. Umso länger ich spiele, umso mehr muss ich noch an zwei andere Titel denken: Limbo und Inside. Zwei Spiele des dänischen Entwicklers Playdead, die durch stimmungsvolle Szenarien, einen außergewöhnlichen Stil und Environmental Storytelling bestechen. Das Problem von Planet Alpha ist, dass es zwar optisch durchaus in der ersten Liga spielt, aber spielerisch zu flach und uninteressant bleibt. Zwar wird im Laufe des Spiels eine Mechanik vorgestellt, mit der ihr den gesamten Planeten drehen und somit die Zeit beeinflussen könnt, aber Planet Alpha macht mit diesem Feature viel zu wenig. Hatte ein Limbo hier und da schon mit Trial and Error zu kämpfen, wird das bei Planet Alpha nochmal ein bisschen mehr auf die Spitze getrieben und das ist frustrierend. Und hatte das Schwarz-Weiß-Spiel wenigstens einige packende Rätsel, die die grauen Zellen anstrengten, gibt es bei Planet Alpha so gut wie gar nichts. So schön Planet Alpha auch sein mag, so leer ist es vom Spielerischen. Hätte es nicht diese wirklich wunderbare Grafik, gäbe es nicht viele motivierende Gründe weiterzuspielen. Optisch viel bodenständiger kommt The Messenger daher. Auf den ersten Blick erinnert das Spiel mit seinem 8-Bit-Look an den Klassiker Ninja Gaiden. Ihr hüpft akrobatisch durch die Umgebung, müsst punktgenaue Landungen absolvieren und kämpft euch durch einen Haufen Gegner. Nebenbei sammelt ihr kleine Juwelen ein, mit denen ihr dann beim Shop, der immer wieder mal in den Leveln auftaucht, neue Fähigkeiten erwerben könnt. Soweit, so traditionell. Das Spiel versteckt aber unter seiner offensichtlichen 8-Bit-Hülle eine ganze Menge Tricks. Die Gegner mögen für sich alleine nicht die schwierigsten sein, die Herausforderung liegt aber darin, gegen sie zu bestehen, während man punktgenau durch die Level springen muss. Und das macht The Messenger wirklich richtig gut. Der große Clou kommt aber nach ein paar Stunden. Der Grafikstil wechselt dann von 8-Bit zu 16-Bit, aber nicht komplett durchgehend. Immer wieder kommt ihr zu Portalen, die bei Durchschreiten den Generationenwechsel vollziehen. Und dadurch ändert sich dann auch teils die Levelarchitektur. Es ergeben sich neue Möglichkeiten und Wege voranzukommen und Rätsel zu lösen. Aus dem linearen Plattformer wird so ein Metroidvania-ähnliches Spiel, das wirklich seine Anfangsstruktur über den Haufen wirft. Zwar kommt der Titel nicht ohne Probleme daher, wie zum Beispiel Backtracking, aber insgesamt ist das einfach wahnsinnig gut gemacht. Nicht nur optisch ist dieser Wechsel wunderbar, sondern auch musikalisch ein wahrer Genuss. Der Wechsel zwischen 8-Bit- und 16-Bit-Mucke ist genial und quasi schon eine Geschichtsstunde. Und dann ist da auch noch der Humor. Die Gespräche mit Figuren bei The Messenger sorgen immer wieder für ein Lächeln auf den Backen. Das Spiel hat einfach unglaublich viel Charme.
Sowohl Planet Alpha als auch The Messenger sind Plattformer. Während Planet Alpha aber definitiv in die Kategorie Style over Substance fällt, ist The Messenger eine ganz andere Geschichte. Wobei The Messenger ja auch Style hat. Zwei bewusste Retro-Stile, die allerdings der Spielmechanik dienen und Teil dieser sind. Und das ist eben der Unterschied zu Planet Alpha. Das sieht halt leider nur schön aus. Das Spiel dahinter ist für sich alleine genommen zu flach und lässt einen hungrig zurück. The Messenger ist im Vergleich dazu ein 5-Sterne-Menü, nachdem man wohlig seinen Gürtel lockert und sich dann über den zufriedenen Wanz streichelt. Versteht mich nicht falsch, Planet Alpha ist kein schlechtes Spiel. Es ist schon durchaus gut und man kann mit dem Ding Spaß haben. Ich finde, man merkt aber einfach, dass es hinter seinen Möglichkeiten weit zurückbleibt. Wie gesagt, wenn ich dann sowas wie Limbo denke oder Inside, die haben einfach noch bessere Rätsel gehabt. Es gibt zwar auch Rätsel bei Planet Alpha, aber die sind relativ lätschert und nicht wirklich gut gemacht. Und wie gesagt, diese Mechanik, dass man den Planeten drehen kann und sich dadurch die Zeit ändert, beziehungsweise der Stand der Sonne und sich dadurch das Level ändert, damit wird auch zu wenig gemacht. Und das ist einfach so ein bisschen schade, weil man merkt so, ach, das könnte besser sein. Ne? Das könnte besser sein. Könnte PlayStation VR besser sein? Nun, man könnte ja mal neue Move-Controller machen, aber dann wäre auch dieses Ding obsolet, beziehungsweise müsste man auch hier was Neues machen, denn das Tracking funktioniert ja über diesen Knubbel. Und dieses Tracking habe ich diese Woche mal wieder ausprobiert in einem Spiel, das vor kurzem rausgekommen ist für PlayStation VR, Firewall Zero Hour. Und das ist ein Ego-Shooter, der setzt aber nicht auf eine große Kampagne mit einer Story, sondern ist eher gesagt ein Multiplayer-Spiel. Ich habe mich mal in den Wahnsinn reingewagt und geschaut, ob das was kann. Moin, verehrte Zuschauer, ich bin Dieter Deathpunk und ich habe mal wieder ein Spiel, das ich euch vorstellen möchte, und zwar Firewall Zero Hour für PlayStation VR. Das Ding ist jetzt seit kurzem draußen und ihr seht schon, das wird mit dem Flashbang, das wird mit dem mit diesem Plastik-Baller-Controller gespielt. Sehr, sehr geil. Und das Ganze ist tatsächlich so eine Art Multiplayer-Spiel. Es gibt einen Koop-Modus. Oh, wollte mich flashbangen, aber ich habe nicht hingeschaut. Und man kann hier im Koop spielen, was ich mache, mit drei anderen Leuten. Sehr, sehr cool. Sieht grafisch tatsächlich auch ganz hübsch aus. Da war doch noch irgendwo einer. Ich gehe jetzt aber mal hier rein. Oh, da kommt wieder einer. Den muss der Kollege nehmen. Sehr schön. Mit menschlichen Mitspielern macht sowas natürlich noch mehr Spaß. Ne? Sind hier unterwegs. Ich habe hier auch dieses Red Dot, wenn ich da durchschaue. Ja, und dann macht der fertig. Gut. Der Kollege, einer ist down, zwei sind down! Keine Munition mehr! Fuck! Da bin ich dran. Ja, also der 3D-Effekt ist echt ziemlich geil. Wie gesagt, ich bewege mich hier über den Analogstick dieses Controllers und schaue mich ganz normal um, ziehe mit dem Ding. Hab auch eine Granate, wie ihr gesehen habt. Die hat mir aber gerade nicht viel gebracht. Hier, der wird wiederbelebt. Wie sieht's mit mir aus? Nee, da stehen zwei Feinde. Ja, Vertrag entzogen. Haben wir nicht geschafft. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Ich finde es saucool bis jetzt aber. Da sieht man die Quote, ja, war nicht schlecht dabei. Wiederbelebung eine, ja, da hätte ich noch mehr machen können. Hier, das ist meine Figur, was auch sehr geil ist, ne? Die Bewegungen werden quasi hier angezeigt von meiner Figur. Das sind die anderen Beef Cadets, mit denen ich unterwegs bin. Da sind jetzt nur zwei andere. Da ist ein dritter wohl abgesprungen. Was so ein bisschen komisch ist, die Waffe. Ihr seht, das wackelt und hackelt so ein bisschen. Das ist ein bisschen irritierend. Im Spiel selbst habe ich da jetzt noch keine großen Nachteile erlebt, aber das ist so ein bisschen ärgerlich. Throw your hands up in the air, like you just don't care. So, ich habe die dicke Shotgun, da muss man, denke ich, wahrscheinlich nicht ganz so haargenau zielen. Wir sind jetzt innen drin und müssen verteidigen. Das ist natürlich cool. Jetzt kommen nämlich die Feinde zu uns dann. Wir müssen diesen Computer hier verteidigen. Zack! Den hat es gleich ordentlich weggefotzt. Bis jetzt nur einen erledigt. Ist nicht so richtig befriedigend, ne? Hier.
der purzelt. Der macht den guten alten Purzelbaum die Treppe runter, bevor er sich in Luft auflöst. So, den haben wir wenigstens erwischt. Oh! Warum lädt er nicht nach? Warum hat es denn jetzt nicht nachgeladen? Ich habe x-mal hier nachladen gedrückt und er hat es einfach nicht gemacht. Also in der Partie habe ich mich nicht gerade mit rumbekleckert. Ja, da war ich jetzt nicht das hilfreichste Rad am Wagen. So, wenigstens die drei habe ich noch mitgenommen. Ja, mit der Shotgun bin ich jetzt nicht ganz so zufrieden. Das fand ich nicht ganz so geil. Irgendwie hat sich das komisch angefühlt, so ein bisschen verzögert einfach. Der Spielmodus ist natürlich auch so ein bisschen Pillepalle, weil das sehr simpel ist. Also die Gegner sind jetzt nicht wirklich klug, ne? Man gerät halt deswegen am meisten im Bedrängnis, weil man nicht weiß, woher sie kommen. Und dann steckt man halt ein paar Kugeln ein und dann ist man schon am Boden. 10 Kills nur. Gut. Da gehen wir jetzt mal raus. Wir gehen jetzt mal in den PvP-Modus. Hey! Jetzt haben wir mal ein bisschen was anderes hier. Ich nehme wieder das Mädel. Und dann Ausrüstung. Nee. Ich bleib beim Assault. So, Angreifer. Wir zocken übrigens auf einer PlayStation 4 Pro. Ne? Optisch, wie gesagt, finde ich es einwandfrei, vollkommen sehr in Ordnung. Da kann man sich natürlich auch so um die Ecke lehnen, wenn man will. Ist ja ganz klar. Also man kann den Raum auch gescheit ausnutzen. Bin ich gespannt, wo die anderen menschlichen Mitspieler sind. Ich würde mich hier gerne. Man hätte eigentlich in zwei Zweierteams sich aufteilen müssen, ne? Schleicht sich darum. Finde ich sehr, sehr geil auch hier mit dem. Computer am Handgelenk. Ne? Da sieht man halt so die Position von sich selber und die Karte drauf. Das ist sehr, sehr cool gemacht. Das ist halt so ein bisschen einfach, man wird besser in dieses Spiel integriert. Die Illusion der virtuellen Welt wird dadurch bekräftigt. Da wird geballert. Ich schaue, dass ich mal. Fuck! Da habe ich mich nicht bewegt. Mach was, Junge! Beleb mich wieder! Nein! Du Buhn! Du Napp! Shit! Mach schneller! Schnell! Jetzt ist die Waffe so ein bisschen komisch versprungen, habe ich das Gefühl. Das finde ich gerade ein bisschen nervig. Jetzt habe ich das Gefühl, die ist nicht mehr an der richtigen Position. Ja, jetzt geht's wieder. Ich muss schon sehr weit links rüber. Oh, meine Fresse, ey. Nee, also das ist gerade, da bin ich gerade nicht happy mit. Irgendwas fühlt sich komisch an. Irgendwie müsste ich jetzt hier durchblicken können. Und das ist gerade nervig. Nee, irgendwas stimmt gerade nicht. Ihr seht, der Controller ist ganz komisch. Ich müsste nach vorne schießen und das ist nicht möglich. Das war gerade ganz komisch. Und normalerweise ist es ja so, dass man Options gedrückt hält, ne, auf dem PlayStation Controller, um dann in der virtuellen Realität neu zu justieren. Das hat jetzt hier nicht wirklich gut geklappt. Wie rum zieh ich mit der Raketenwerfer? In welche Richtung? Hier sieht man auch verschiedene Fähigkeiten, die ich habe. Ne? Meine Bewegungsgeräusche werden hier reduziert. Also das ist auch wichtig. Magazine werden schneller, zusätzliche Splittergranate. Feindliche Fallen. Teammitglieder. Zusätzlich Munition ist nicht schlecht. Erhöhte Feinderkennung. Ja, ich nehme auch den Bärtigen mal. Wie gesagt, die haben auch Fähigkeiten, wie man hier sehen kann.
Und ein bisschen mehr Muni kann nicht schaden, ne? Angreifer. Ah, da habe ich verschiedene Sachen, die ich durchswitchen kann. Timer, okay. Lageplan, das ist sehr, sehr geil. Mit R1 mache ich das. Und da sieht man auch, wie viel Zeit man hat. Ich weiß nicht, was vorhin los war. Meine Waffe hat da irgendwie rumgesponnen. Das fand ich natürlich nicht so geil. Jungs, bleibt mal hier! Das ist jetzt natürlich ein cooles Areal. Ist ein bisschen weitläufiger. Ich gehe mit dem Kollegen hier mit. Oh, da ist einer. Der wurde erledigt. Erwischt. Scheiße! Mensch, Mensch, Mensch! Da habe ich den einen noch gehabt. Der hat gerade den anderen wiederbelebt. Boah, sehr ärgerlich, sehr ärgerlich. Aber sehr spannend. Eine Partie möchte ich noch spielen. Also zwei Kills habe ich gemacht, damit war ich nicht schlecht dabei hier mit meinem mit meiner Figur. Ich bin im Rang aufgestiegen. Ab Level 4 schaltet man dann nochmal neue Fähigkeiten frei. Sieht man hier die Sekundärfähigkeiten, erreicht Rang 4, um die Anpassungsoption freizuschalten. Also es gibt auch tatsächlich ein Motivationssystem. Und die Kontraktoren, ne, die haben halt einfach unterschiedliche Fähigkeiten mit dem bärtigen Typ hier. Zusätzliche Munition für Primär- und Sekundärwaffen. Das ist schon ganz cool. Cool, die drei bärtigen Drillinge und ich, eine Dame. Perfekte Zutaten für einen Gangbang. Wieder unterwegs als Verteidiger mit den Kollegen hier. Der hat komische Arme, was immer da auch los ist. Oh. Den habe ich erledigt. Da waren drei von denen. Da kann ich natürlich nichts machen. Oh, das ist ärgerlich, ey. Das ist natürlich ärgerlich. Da, ja. 10. Ah, scheiße. Ah, der ist in die Granate reingelaufen. Aber der kommt ran. Oh, fuck. Wir haben es nicht geschafft. Ja, das war Firewall Zero Hour. Ich finde es tatsächlich ganz cool. Einmal gab es ein Problem mit der Waffe, das war echt ziemlich strange und komisch. Das kann natürlich auch an unserem Studiolicht liegen, weil es ist hier sehr hell und dann wird es vielleicht eventuell nicht so gut erkannt, weil das eben nicht so durchscheint, das Licht, was von dem Bommel gemacht wird. Grafisch finde ich es cool. Das ist ein Multiplayer-Ding. Ist ganz klar, wie man gesehen hat. Man muss da mit anderen Leuten zusammenspielen. Gibt diesen Koop-Modus, der ist halt so ein bisschen wie Mohren schießen, weil die KI ist nicht wirklich smart. Aber so gegeneinander finde ich das tatsächlich ganz cool gemacht. Es gibt jetzt nicht so viele krasse PlayStation VR-Spiele und wenn man Bock auf sowas hat und Multiplayer mit PlayStation VR, also ist das, finde ich, echt richtig gut und es setzt vor allen Dingen das Ding mal wieder gut ein. Ich bin nicht obermega begeistert, aber ich finde es definitiv ein gutes Erlebnis. Noch ein Hinweis, ihr braucht nicht diesen Controller, um Firewall Zero Hour zu spielen. Ihr könnt das auch ganz normal mit diesem Controller spielen. Mit dem Ding ist es aber halt so ein bisschen, ja, mehr mittendrin Gefühl. Wobei man ja gesehen hat, das Tracking, teilweise da war es einmal komisch, aber wie gesagt, das kann auch an den Studiolichtern gelegen haben. Das ist nicht immer ganz unproblematisch hier, weil die Lichtverhältnisse schon relativ außergewöhnlich bei uns sind. Ich fand es aber tatsächlich ziemlich cool und mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
Weil es gerade im Multiplayer-Modus, also wenn es gegen andere menschliche Spieler geht, tatsächlich so ein bisschen Rainbow Six Flair hat. Natürlich ist es nicht so ausgeklügelt mit, dass man durch Wände brechen kann und so weiter und so fort. Aber ist echt ganz cool. Kostet allerdings 40 Euro, das sollte man schon wissen. Tja, das war's im Endeffekt von uns. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Nächste Woche sind wir auch wieder da. Dann gibt's natürlich auch wieder eine frische Portion Inside Coin. In dem Sinne, haltet die Ohren steif und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao.